So, wir sehen hier den deutlichen Größenunterschied zwischen Alin bzw. zwischen Janko und Sergio. Janko und Sergio, beide sehr erfahren, beide eine gute Statistik auf den Zettel gebracht. Und heute soll nun entschieden werden, wer der wahre Champ ist. Europameisterschaften. 5 mal 3 Minuten ist der Kampf angesetzt. Schwergewichtler, ihr wisst, was das heißt. Knockout ist da. Und los geht's. Erste Runde startet. Oh, die Halle ist heiß. Die Halle ist heiß. Wir wollen den Kampf sehen. Runde Nummer 1. Schöner linke Gerade. Schöner Low-Kick-Ansatz von Sergio Peda. Sehr schön. Janko, oh, schöner Low-Kick-Ansatz von Janko. Lässt sich beeindrucken. Oh, schöner Low-Kick. Schwergewichtler, beide haben die Power. Sergio Kalin sehr fokussiert. Schöne Dreierkombination von Sergio. Haken von Janko. Sehr schön getroffen. Man merkt, es kann. Schöner Low-Kick-Ansatz von Sergio. Schön 1, 2, 3 von Janko. So. Und es geht weiter. Der ist ausgerutscht. Nichts passiert. Schöner ein. Oh, schöne linke Gerade von Sergio. Janko lässt sich beeindrucken von der Power von Sergio. Oh, schöner Low Kick. Kleinerer Mann, der muss nach vorne. Oh, starke Kombination von Sergio. Sehr schöne Hände. Aber Janko lässt sich nicht beeindrucken von seiner. Leute, nicht umsonst ein Main Event des Abends. Schöne rechte Gerade zum Kopf. Schöner Jet zum Körper. Janko fast Fuß. Oh, schöner Haken angesetzt. Oh, schöner Loki von Sergio. Die hat er gespürt. Oh, schön rumgeschwungen von Janko. Sergio lächelt, er hat Bock drauf. Er hat Bock drauf. Er geht raus endlich. Schöne Kombination von Sergio. Oh mein Gott. Schöner Loki von Sergio. So, die letzte Minute ist jetzt angetreten. Der erste Runde. Oh, Janko hat sehr, sehr schöne Low-Kicks. Hier muss der Sergio ausweichen. Man merkt schon, sein Schienbein ist rot. Da merkt man, ah, sehr schöne rechte Gerade von Sergio. Sehr fokussiert der Sergio. Oh, schön rumgeschwungen. Schöner Leberhaken von Janko. Wir sehen Sergio sehr fokussiert. Er will nicht zu sehr nach vorne gehen. Weil er weiß, okay, wenn ich einen Fehler mache, er kommt mit einem Schwinger. Dafür ist der Janko bekannt, für seine Knockout-Power. Aber Sergio ebenfalls. Oh, sehr schnell. Ein Jab und Low-Kick angesetzt von Janko. Die letzten 20 Sekunden der ersten Runde sind jetzt angekommen. Wir sehen eine leichte Röte von den Minikicks von Sergio an den Bauch von Janko. Oh, starke Low-Kicks von beiden. Schöne Dreier-Kombination von Sergio. Schön, er drückt ihn nach vorne. Letzte 10 Sekunden. Schöner Haken von Janko. Oh, super mit Punch rechte. Schöne erste Runde. Saubere erste Runde. Stark. So, die erste Runde ist jetzt nun vorbei. Boah, was eine erste Runde. Beide zugeschlagen. Genau da, der Leberhaken von. Seconds out. So, Probe 1, 2, 3, ich bin wieder da. Zweite Runde des heutigen EM-Titelkampf. Sergio ist schon bereit. Sergio wird angefeuert. Seconds out. So, zweite Runde geht los. Beide sind heiß. Checking hands und die Runde geht los.
Jankomus als kleinerer Mann die kurze Distanz zu verschaffen. Da schöner Lowkick angesetzt. Sergio verschafft sich einfach ein bisschen Ruhe, will ein bisschen schauen, was jetzt abgeht. Der Janko muss jetzt einfach Distanz verkürzen und schön mit den Schwingern, beziehungsweise mit den... Oh, schöner Loki von Janko. Sauberer Kick. Sergio lässt sich aber nicht beeindrucken lassen. Ist immer noch schön fokussiert. Das meine ich. Wenn er weitergeht mit diesen Low-Kicks, die wird der Sergio spüren. Ja, jetzt wird hier nochmal ermahnt. Die sind nicht erlaubt. Er guckt so verwundert. Sergio erklärt ihn aber auf Rumänisch. Geil. So. Aber jetzt wird nochmal erklärt, ja, Kicks und Schienbein sind in der Wecke und nicht erlaubt. Oh, schöne Dreierkombination von Janko. Sergio muss jetzt ein bisschen mehr machen. Oh, schöne Switch-Kombination. Er wechselt jetzt die Distanz. Janko interessiert das nicht. Er schluckt die Dinger, als wäre es nichts. Er hat auch so einen Nacken. Oh, schöner Look. Oh, schöne zwei Haken von Janko. Oh, schöne Rechte von Janko. Rechte Haken, Sergio. Schöner Jab von Sergio Kalle. Er muss das weiter so wie in der ersten Runde machen. Schön, oh, schöner Halke. Was eine Kunst, die hier gebracht wird im Käfig, Leute. Wow. Oh, schöner Konter von Janko. So. Jab wieder da, immer wieder Jab, Jab, Jab. Oh, schöner High-Kick-Versuch. Oh, ja, jetzt sagt der Janko, komm her, komm her. Ja, aber dafür ist er bekannt. Die Leute lassen sich... Oh, schöner 1-2-Kombi. Schöner Lucky-Versuch von... Oh, schöner 1-2-Kombi. Sergio darf halt nicht reinlaufen. Der darf nicht in die Distanz von Janko reinkommen, weil ansonsten wird es böse für ihn. Schöner Low-Kick-Ansatz. Ah, das war ein bisschen zu tief. So, Bap, Jab. Oh, schöne 1-2. So. Oh, schöne, oh, schöne Dreierkombination von Janko. Sehr sauber. Ah, Sergio ist wieder da. Oi, schöne. Ich sag's euch, Leute. Fight of the Night. Ihr hört es. Ihr kennt es hören in der Baunatalhalle. Sergio, Sergio, Lokal Matador. Haut hier eine Show raus, Leute. Was eine Show. Die letzten 10 Sekunden der zweiten Runde sind jetzt angetreten. Warum schaut der Janko jetzt so komisch? Oh, schöne. Oh. So. Es steht jetzt für mich. Would you walk for me? Would you ride next to my side and would you lie for me? Would you catch a bullet? Would you even die for me? Come to my spot and spend all night with me, baby. Would you walk for me? Would you ride next to my side and would you lie for me? Would you catch a bullet? Would you even die for me? Come to my spot and spend all night with me, baby. Yeah, you know, sure. I would be the one to push you and to hold you too. I could stay the whole night, ain't gon' worry about it. Pop a couple bottles, yeah, you know how I do. When you smile, yeah, that shit is like a million stars. Got a nigga faded, yeah, you got the sauce. All these other lames, they ain't really got it all. Talk, 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 but ain't do the wall. Press the gas, ain't no brakes, and we're taking off. Life's too short, gotta go and live it all. I don't care what no fakes say, I'm gonna do me till... So, dritte Runde des heutigen AM-Kampf-Main-Event. Steht für mich erste Runde an Sergio, zweite Runde an Janko. 19-19. Beide haben... So. Hört man mich jetzt? Ja, ich denke, jetzt hört man mich besser. So. Beide haben jetzt Respekt bekommen von der beiden Schlagkraft. Man merkt beide... Janko mit den kurzen Haken. Boah, schöner Low-Kick von Sergio. Boah, schöne Konter, Janko. Schöner Jai von Janko. Schöner Mittelkick von Sergio. Er hat ihn jetzt in der Ecke, er muss weiter. Aber schöner 1-2-Kombi von Janko.
Oh, schöner Medikick, schön knackiger Medikick. Oh, schöner Haken von Janku. Der lässt sich nicht runterkriegen. Schöner Low-Kick und Konter von Janko. Linke gerade zum Kopf. Oh, Switch von Sergio. Oh, die hat er gespürt. Ihr könnt es hören, Mann. In der Halle ist Stimmung, Mann. Oh, schöne Zweier-Kombination von Sergio Kalli. So, Entschuldigung. Schöner Tipp zum Körper von Janko. Oh, schöne Rechtslage, schöner Rechtshaken. Oh, schöner Kott. Oh, Schlagabtausch von beiden Schwergewichtern. Das wollen wir sehen. Wow. Wow. Was ein Schlagabtausch von beiden. Der Janko, der lässt sich nicht runterkriegen. Egal, wer. Oh, schöner Mittelkick. Ihr hört es neben mir an. Leute sind begeistert. So, okay, der Janko, oh, die Nase von Janko schaut nicht gut aus. Schaut euch mal, gleich wenn die Kamera mal gewechselt ist, die Nase schaut gar nicht gut aus. Sergio interessiert sich, er macht weiter. Die Nase, ja, merkt dich, die Nase ist durch. Die Nase ist durch. Leute, die Nase von Janko ist durch. Kann beim Schlagabtausch. Oh, schöner 1-2-Kombi. Oh, schöner Aufwärtshaken. Schöner rechter Haken von Janko. Oh, er lässt sich nicht runterkriegen, der Mann. Aus Rumänien. Schöner Aufwärtshaken. Er sagt, komm her, er lächelt. Der Janko ist in Rumänien dafür bekannt, dass er einfach nicht runtergeholt werden kann. Der hat einfach ein Kinn aus Platin. Mein Gott. Schöner Aufwärtshaken. Schöner Dreierkombo von Janko. Die Hände runter. Sauber. Ja, man muss sich jetzt die Nase anschauen. Die Nase sieht durch aus. So. Dritte Runde vorbei. Wir kommen jetzt in den Championship Code. Also Leute, bei allen Respekt, die Fights sind geil, alles gut. Aber was mir auffällt bei den Ring Girls, wo ist der Plakat? Dritte Runde, die zeigen so mit Dreierhand. Aha, aha. Okay, nicht nur deutsche Meisterschaft, auch noch Mitveranstalterin. Ich müsste jetzt den Gürtel abziehen, du hast es nicht gut hinbekommen, tut mir leid. Okay, wir kommen jetzt zu den Championship Rounds. Vierte Runde. Was ein Kämpferherz. Janko macht weiter. Trotzdem geht keiner runter. Beide wollen es, ein hetziger Kampf. Alles oder nichts. Sergio hebt die Hand. Stimmung ist da. Es wird heiß. Vierte Runde. Checking hands. Aber wie schon erwartet, ein sehr harter Kampf von beiden. Wo der Kampf angesagt wurde, habe ich mich sehr gefreut. So, beide tasten sich ab. Low Kick, Strap, immer weg. Oh, schöner 1-2-Kombination von Sergio. Schöner Haken von Sergio Kalli. Janko sagt, nein, komm her. Schöner Low Kick. Oi, oi. Was ein Haken. Die Nase hat sich verschoben, oh nein. Wie, die Nase hat sich verschoben? Ja, ja, die Nase ist gebrochen. Und es geht weiter. Oh, was für Low Kicks. Janko steht da, als wäre nichts passiert, Mann. Ah, jetzt fällt der Dampf bei Janko. Jetzt will er nur noch punkten. Er will sicher nach Hause gehen. Aber er muss ein bisschen härter zeigen. Nur punkten kriegt er den Kampf nicht.
Die Nase. Ah, die Nase macht. Bringt mir Sorgen, Leute, die Nase. Oh, schöne Kopfkörperkombination von Sergio. Schöne rechte Rade von Janku. Oh, schöne rechte. Oh, das wackelt Sergio, da wackelt Sergio. Die hat er gespielt, jetzt fängt er an zu lächeln. Schöne rechte Rade von Janku. Oh, schöne Mindbewegung. Sergio muss raus, er darf sich nicht auf so eine Kurzdistanz kommen. Oh, schöner Schlagabtausch. Oh, schöner 1-2-Kombi von Janku. Sergio lacht. Er ist ready. Schöner 1. Haken, aufwärtshaken Kombi von Janku. Das macht er sehr schön. Ja, jetzt hat er verstanden. Was passiert? Hey, jetzt sagt er, komm her. Ich hab nicht genug bekommen. Ja. Yeah. Was ein Kampf, Leute. Ui, schöne harte Rechte. Oh, der steckt ein bis zum geht nicht mehr, der Janku. Oh mein Gott. Schöne rechte Karte von Sergio Kalin. Janku steckt die ein ohne Probleme. Schöner Haken. Okay, Janku merkt immer noch nichts. Letzte 10 Sekunden der vorletzten Runde für diese Europameisterschaft im Superschwergewicht. Was ein Kampf, Leute! Wow! So, letzte Runde. Wir haben euch. Was ein schöner Kampf. Ein Applaus von unserer Seite. Eine sehr, das ist pure Kunst. Hier schon. Hört man mich jetzt? So, die letzte Runde des heutigen Abends. Genießt die Leute. Oh, schöne Rechte von Janku. Janku ist wach. Oh nein! Er hat ihn angeklingelt. Oh, schöne Rechte. Sergio scheint angeklingelt zu sein. Oh nein. Sergio muss da raus. Sergio wird angezählt. Er ist der Kopf. So, wow. Leute. Was? Sergio muss wach werden. Sergio muss wach werden. Er muss jetzt wach werden. Oh, schöne rechte Rechter Overhand. Oh, sorry, Leute, ich bin selber gerade. Jetzt Headcount, das bringt natürlich Janku sehr vorne auf den Fightcard. Auf den Punktrichter. Oh, schöner rechter Haken. Sergio muss einfach gerade durch ihn reinkommen. Schöne kalkige Ansatz von Sergio Kalin. Die letzten 2 Minuten des heutigen Kampfes. Sergio muss wach. Oh, schöne Overhand. Sehr schön für Sergio Kalin. Er geht jetzt nach vorne. Der Janku lässt sich auf sowas ein. Er meidet die Schläge. Oh, schöne Auswärtshaken.
die letzte 1 Minute und 10 Sekunden des heutigen Event. Wow! Leute, 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 die letzte Minute. Ihr hört es, mich hört man selber kaum. Schöne Rechenrate! Oh mein Gott! So, Leute, jetzt sind beide erschöpft. Was ein Kämpfer, als die beide haben. 5 Runden lange Schlacht. Und der Knie. Ja, der lässt sich nicht runterkriegen. Er meidet, er meidet. Er sagt, komm her, er sagt, komm her. Schöne Rechte gerade von Sergio. Alla Manny Pacquiao. Die letzten 20 Sekunden des heutigen Kampfes. Einer muss jetzt runtergehen. Ansonsten wird das Kampf nach Punkten entschieden. Die letzten 10 Sekunden des heutigen Abends. Wer holt sich den Sieg nach Hause? Jakubu explodiert. Sergio explodiert. Die Schläge jetzt nur noch um. Es ist eine Schlägerei. Oh mein Gott. Was ein Kampf. Mann, Leute, wir kommen jetzt zu den Siegerinnen. Was einen Kampf, Mann. Wir sehen hier nochmal, der Mariko Narevic komplett erschöpft. Aber ich sag euch ehrlich, wow, was ein Abend, Leute. Das ist unbeschreiblich. So, wir sehen hier nochmal den Eishockeyspieler Chevy, Kapitän der Mannschaft Eishockey Huskies Kassel. Die Nase ist durch. Den hat's nicht schön gejuckt. So, Mann. So, und jetzt kommen wir zu der Punktrichterurteilung. Wer holt sich das Ding nach Hause? Ein sehr, sehr knapper Kampf. Nochmal Applaus an Jaku. Ein sehr, sehr starker Kampf. Da sehen wir das gute Stück. Europameisterschaft ist hier. So, es gibt eine Runde Verlängerung. Was? Extra Runde? Wow! Hinsetzen! Leute, die Show ist nicht vorbei! Es geht weiter! Krass! Ein Unentschieden! Eine weitere extra Runde! Ich dachte, Deutsch, da geht's nicht. Okay, ich hab das aus, aber meine. Oh, Leute, ich bin kaputt, Mann! Alles klar, das heißt, steht 50 zu 50. Oder 58 zu 49, keine Ahnung. Ich habe nicht mehr Mente verfolgt. Es geht jetzt weiter. Extra Runde. Also jetzt muss einer Knockout gehen. Ich weiß nicht, wie es ihr sieht. Jetzt wird Herz bewiesen. Wer will den Gürtel? Wer will mehr den Gürtel haben? Aber der Jakob ist da sehr erfahren. Das ist nicht seine extra Runde, die er führt. Umarmung, sehr respektvoll, sehr schön von beiden. 6 Runden. Oh, jetzt geht es darum, wer will denn mehr? Okay, so. Schöner Low-Kick-Ansatz von Janko. Sergio Rückwärtsgang, schöner Low-Kick, schöner Low-Kick-Ansatz von Janko.
Sergio muss mit den Händen auf. Schöner Lauge von Sergio. Schöner Aufertrag von Sergio. Sergio muss mehr vorwärts gehen. Er muss sich beeindrucken lassen von mir. Ja, genau so. Schöner Lowkick von Sergio. Leute, was einen Kampf. So, schöner Haken-Lowkick-Kombination von Sergio Kalin. Janko scheint müde zu sein. Oder doch nicht. Er geht nach vorne wie ein Panzer. Oh mein Gott, Leute. Er lässt sich nicht überwinden von niemandem. Oh, der hat gesessen. Ja, jetzt hinter mir. Deine Runde, Sergio. Sergio kann sich das Ding holen. Er muss ihn anlocken. Er muss die Runde führen, Sergio. Er tanzt um ihn herum. Das ist der Schöne da dran. Sehr schöne Runde von Sergio. Ja, schöner Hakenkopf. Sehr schöne Kombination von Sergio. Schöne rechte gerade. Oh, schöner Low-Kick-Ansatz von Janko. Sergio spürt diesen Kick schon. Okay, der Low-Kick-Ansatz von Sergio. Schöner Recht. Oh mein Gott. 6 Runden, Leute. Oh mein Gott. Janko schwingt jetzt auch noch rum. Er hofft auf den Knockout. Sergio bleibt hingegen sauber. Ah, die Nase, die tut weh. So. Schöne linke gerade von Janko. Sehr schön, sehr, sehr schöner Kampf, sich das anzuschauen. Wow. Was ein Kampf, Leute. Die letzte Minute des heutigen Kampfes. Nach dem. Oh, der schöne Haken. Oh, schöner rechter Haken von Janko. So. Sergio hat das schlau gemacht. Oh, schöne Dreierkombination von Janko. Er geht nach vorne wie ein Panzer. Nonstop. Respekt an Janko, Mann. Wow. Die letzten 20 Sekunden, beide sind kaputt. Wer will den Gürtel mehr jetzt? Wer hat mehr Lust drauf? Wer hat mehr Herz drauf? Wer ist der wahre Champ? Wer kommt heute als Champ nach Hause? Schöner Leber. Schöner Knie. Schöner Haken. Schöner. Jawohl. Jawohl. So, Leute. Das war's. Jetzt wird Entscheidung getrieben. Wer holt sich den Gürtel nach Hause? Das Blut ist bis an unseren Tisch gekommen. Verdammt doch mal. So harte Schlacht. Bis ans Mikrofon. Ich hab Blut an meinen Händen. So, Leute, die Halle ist heiß. Wer wird der nächste Europa-Champ? Hört man mich jetzt besser? Ich hoffe schon. So, wir meine Stimme ist jetzt weg. Ich bin jetzt gespannt, wer jetzt als Sieger gekrönt wird. Europameister aus der roten Ecke 2:1. Sergio Kalin holt sich das Ding nach Hause. Und somit neuer Europameister im K1 im Superschwergewicht. Leute, was eine Schlacht. Und der Gewinner wird übergeben von Dennis Schäferin, Kapitän der Kassel Huskies. Ja, liebe Fans, hier ist er, unser Europameister, Sergio